Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. So, wir gucken mal, ob es noch was anderes gibt, was wir machen können. Hier steht es nur schlafen. Spontan hätte ich jetzt gesagt, da gibt es garantiert noch andere Aktivitäten. Genau hier. Ach, wie süß. Schon eine coole Möglichkeit jetzt hier. Dass die dann halt wirklich praktisch wie so eine Art Beziehung führen. Sie läuft immer noch in der Unterwäsche rum. Davon finde ich nichts gut. Mal schauen. Was anderes? Wollen wir das jetzt nochmal mit dem Spiegel? Okay. Sie liegt noch da und schläft. Ewiger Krieg. Das hört sich ja auch noch an. Tollen Lektüre an. Gerade eben hat uns folgende Eilmeldung erreicht. Ein Kang Tao Avi ist vor den Toren Night Cities abgestürzt. Ja. Romerica. WNS News, ich bin Arif Iqbal. Heute haben wir einige wichtige Mitteilungen für Sie. In Arroyo wurde eine Terrorgruppe, die sich selbst als Gewerkschaft bezeichnet, eliminiert. Diese selbsternannten Vertreter Night Cities Arbeiterklasse versuchten, einen Streik zu organisieren, der finanzielle Verluste in Millionenhöhe nach sich gezogen hätte. Wichtig, wenn Sie diesen sogenannten Gewerkschaftsvertretern begegnen, informieren Sie sofort das NCPD oder die zuständigen Konzernsicherheitskräfte. In den Krankenhäusern liegen immer mehr Patienten mit Verletzungen, die durch Fehlfunktion illegal erworbener Cyberwaffen. Das ist so krass, das ist so wie, wie man das halt kennt aus Amerika, ne? Gewerkschaften, boah, das ist voll Kommunismus, nö. Sozialismus. Die schmeißen da mit Wörtern um sich, das ist Wahnsinn. Das ist einfach krass. Ja, es hat halt einen Vorteil für die Leute, aber das will man halt nicht. Man versucht das ja immer zu verhindern die ganze Zeit. Die sind einfach so bescheuert. Naja. Wir haben einen XP-Bonus. Von einer Stunde. Knapp.
cool. Okay. Wir sollen schon wieder zu dieser dusseligen Kapelle. Und da will ich aber nicht hin. Die können mich mal. Wir haben hier einen Auftrag. Den Scheißjob für mich. Was Politisches. Du sollst belastende Daten über Javier Alvarado ausgraben. Berater des Bürgermeisters. Laut Infos findest du, was wir brauchen im Büro des El Pinche Pollo. Valentino-Laden. Mehr Details findest du im Anhang. Das sein? Cúbrate, estoy recargando. Das war's. Kannst du mich mal. Ja, lieber Fisch. Oderle. Na, du bist ja auch Oderle. Oderle, Oderle nicht. Shinobi ist verbessert worden. Sehr gut. Was haben wir? 5 BD. Also 55. BD 55. Na, hahaha. Sehr gut. Sie ist nicht mega mächtig, aber sie reicht aus. Rolando! Ich brauch Wäsche! Das war's! Ah. Hahaha. Kriegt jetzt mal Geschenke. Orale! Schnappt ihr euch von hinten! Erfahrungspunkte, wenn wir das hier machen. Egal, wie wir unsere Aufgabe lösen, wir lösen sie. Okay. Thank you.
da gehen können, ne? Wäscherei. Oh, mal kurz Daten stehlen. Oh, haben wir's. Manche Dinge ändern sich nie. Idioten machen ihr Kreuzchen und denken, sie entscheiden wirklich was. Aber in dieser Stadt gab's immer nur eins: Korruption. Derselbe Scheiß, andere Arschlöcher. Und jedes Mal denken sie, diesmal wird's anders. Wir kriegen das, was wir verdienen. Ist doch immer so. Kann ich durchs Fenster? Perfekt, Vi. Lief alles nach Plan. Ist das so? Schön, dass ich auf dich zählen kann. Jetzt recht chaotisch. Auftrag erledigt. So ein bisschen. Okay. Jetzt bin ich nicht mehr so lieb bei der Fraktion hier, ne? Ja. Da muss man dann jetzt aufpassen, was man macht. Also, wir haben ja noch eine andere Mission. Was haben wir denn noch hier? Da ist noch was. Das. Guck mal, da können wir auch direkt abkürzen und solche Sachen rumlaufen. Schwassel. Da können wir doch garantiert irgendwo hoch. Ah, okay. Nicht so richtig. Schade. Gut, müssen wir doch einen anderen Weg finden. Okay, ne, hier ist auch nichts. Warum ist eigentlich oben überall Stacheldraht? Ziehen sich alle irgendein Zeug rein. Danke, Scheiß. Ist das von welcher Gang? Von den Valentinos. Okay. Gut, im Moment bin ich noch nicht so unbeliebt. Das ist okay. Ich glaube, dann haben wir ganz gute Chancen zu überleben.